Woran merkst du, dass du in einem Bananenstaat lebst, in einer Bananenrepublik? Daran, dass jetzt drei Jugendliche verhaftet wurden, festgenommen wurden, nur kurzfristig, aber immerhin wurden sie verhaftet, weil sie von L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino das Lied gesungen haben mit einem alternativen Text. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich kann euch dieses Video hier neben mir nur zeigen ohne Ton. Es gibt in letzter Zeit öfters mal Probleme mit der Monetarisierung bei meinen Videos. Es gibt dann immer urheberrechtliche Bedenken oder Bedenken bezüglich der Richtlinien. Deshalb abonniert meinen Telegram-Kanal, den Link findest du in der Beschreibung. Dort sende ich dieses Video neben mir mit Ton in die Gruppe hinein oder in den Telegram-Kanal hinein. Damit kannst du es dir dort unzensiert anhören. Die Szene neben mir ist der Beginn einer Verhaftung von drei Jugendlichen, weil sie Deutschland den Deutschen, den anderen Teil des Textes kennt ihr schon, gesungen haben auf einem S-Bahnsteig in Eichwalde. Das ist im Dahme-Spreewald-Kreis, das ist nicht weit von hier. Dort fährt sogar die Berliner S-Bahn hin, die S48, soweit ich weiß, und noch eine, glaube ich. Und da kam es jetzt in der Nacht zu Samstag. Es war ungefähr 1:50 Uhr zu eben dieser Szene, die ihr neben mir seht. Und daraufhin ist dann hier die Bundespolizei eingeschritten und hat die drei Leute verhaftet. Wer jetzt wieder Fake News ruft, rechter Kanal, kann nicht sein. Hier erste Pressequelle, gleich blende ich euch noch die weiteren ein, die existieren. Man hat sie nur ungefähr 45 Minuten festgenommen, aber warum man hier drei Jugendliche auf einem Bahnsteig verhaften muss, um eine Strafanzeige hier zu schreiben oder was auch immer, was sie gemacht haben, steht gar nicht dabei, was sie gemacht haben. Es ist einfach peinlich. Es gibt jetzt so viele Berichte zu diesem Lied. Das Lied L'amour toujours mit Deutschland den Deutschen und Ausländern, ihr wisst schon, wurde gesungen auf einem Parteitag der CDU. Die Ermittlungen laufen seit Dezember 2023. Nichts ist seitdem passiert. Die Landjugend in Bayern hat es gesungen und die Staatsanwaltschaft sagt, es ist keine Volksverhetzung, hier liegt keine Straftat vor. Diese Entscheidungen der Staatsanwaltschaften, dass diese Aussage hier von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, die kommen in letzter Zeit häufiger. Und deswegen ist es auch so umso offensichtlicher, dass der Mainstream so reflexartig reagiert. Es ist nämlich was, was im noch nicht strafbaren Bereich liegt, was sie gerne verbieten würden. Und deswegen ist es ja aktuell noch zulässig. Und deswegen macht man einen Riesenaufstand drumherum. Jetzt gibt es hier den nächsten Fall. Ein 15-jähriges Mädchen hat dieses Lied oder zumindest Teile dieses Liedes gegrölt auf einer Fußballfeier in Rostock. Das Ganze hat selbstverständlich die Polizei auf den Plan gerufen. Als dann die 15-Jährige kontrolliert werden sollte, hat der 54-jährige Vater erheblichen Widerstand geleistet und es gab hier Szenen, wonach auch anscheinend Richtung Dienstwaffe gegriffen werden sollte der Beamten. Allerdings ist es schon fragwürdig, wenn man mit 17 Polizisten ein 15-jähriges Mädchen kontrollieren will. Sie haben nach der Europawahl nichts gelernt, außer noch weiter freizudrehen in ihrem Kopf. Ich hatte die Meldung schon in meinem ersten Video zu L'amour toujours, und zwar, dass in Magdeburg ein Auto angehalten wurde und dort wurden zwei Mobiltelefone beschlagnahmt als mutmaßliches Beweismittel, Tatmittel. Da wird dann auch immer geschrieben, oh du rechter Hetzer, nur weil es News, eine alternative Quelle, zuerst hatte. Inzwischen steht es auf mdr.de, die Leute sagen immer noch, ich würde hetzen, ich würde Lügen verbreiten. Oh nein, Leute, dieses Land ist eine Bananenrepublik. Ja? Wir haben Fußball-Europameisterschaft in diesem Land. Und nachts um 1:50 Uhr irgendwo in Brandenburg an einem S-Bahnhof werden drei Jugendliche festgenommen, nur 45 Minuten, dann hat man sie wieder gehen lassen, weil sie zu L'amour toujours, Deutschland den Deutschen und so weiter gesungen haben. Also hier oben, Leute, hier oben, ja? Und Muhammad und Muhammad und Ali und Ibrahim laufen mit ihr Messer weiter frei hier in Neukölln. Ah, Leute, merkt ihr das eigentlich, was ihr da für einen Schwachsinn betreibt? Oder fühlt ihr euch auf der richtigen Seite der Geschichte der Gerechtigkeit? Das ist das, was ich mich dann immer frage, ja? Also sind die Bundespolizisten angewiesen worden, die Leute da zu verhaften? Am Anfang des Videos, ihr seht das auf meinem Telegram-Kanal, sieht es nicht so aus, als würden sie unbedingt aktiv werden wollen, aber sie sprechen selbst davon, dass sie die drei Jugendlichen hier verhaftet haben. Also, da,
da, ganz viel da, ja. Aber sie haben sonst nichts in diesem Land zu tun, ja. Nein, die innere Sicherheit ist kein Problem. Ganz mein Humor, ja. Und jetzt wird man wegen des Singen des falschen Liedes verhaftet von Bundespolizisten. Aber wenn ich über die Grenze komme und keinen Pass dabei habe und rufe Asyl, dann werde ich von Polizisten in Empfang genommen und werde dann begleitet. Hier, Leute, hier. Und dass die ohne Pass kommen. Zahlen von gestern, Bundesamt für Migration sagt, dieses Jahr sind von allen, die gekommen sind, 57% ohne Passpapiere gekommen. Und die Leute ohne Papiere erzählen dann, sie kommen aus Afghanistan. Problem 1, wir schieben gar nicht ab nach Afghanistan. Problem 2, wir kriegen keine Passersatzpapiere von Afghanistan, weil keine Kooperation. Problem 3, die Leute kommen vermutlich meistens gar nicht aus Afghanistan, wissen aber um unser System und sagen einfach, sie kommen aus Afghanistan. Das heißt, von 10 Leuten, die über unsere Grenze aktuell kommen, sind 5 dabei ohne Pass. Die kann ich per se fast nie zurückschieben, abschieben, ausweisen, sonst was machen. Das geht gar nicht, ja? Das heißt, von 10, die kommen, nehme ich 5 schon mal, weil sie keine Papiere haben, ja? Ja, ganz mein Humor. Aber du singst Deutschland den Deutschen Ausländer raus auf einem S-Bahnsteig und dann ist es passiert. Oh, jetzt ist es mir auch passiert, jetzt ist es rausgerutscht. Ja, schauen wir mal, wie YouTube das findet. Es ist leider schade, dass die Videos etwas öfter demonetarisiert werden. Das verträgt sich nicht ganz mit meinen wirtschaftlichen Interessen, aber dennoch sind die Videos dann so, dass ich sage, ich veröffentliche sie trotzdem. Es war heute Morgen das Video zu den Kinderehen, was nicht monetarisiert wurde. Dann die Szenen heute aus Hamburg, die nicht monetarisiert wurden, obwohl darauf kein Blut und gar nichts zu sehen ist. Das sind wirklich Szenen aus dem hinteren Blickwinkel gewesen. So bin ich gespannt, wie dieses Video jetzt abschneidet, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, diese Bigotterie nochmal festzuhalten, ja? Wir machen hier Festnahmen von Jugendlichen, weil sie irgendein Lied auf dem S-Bahnhof grölen. Ja, genau. Dann will ich mal sehen, wie sie das nächste Mal dann da Leute festnehmen, wenn irgendeiner von diesen besoffenen, asozialen Alkoholikern wieder anfängt, mit einer abgebrochenen Flasche irgendwelche Passanten zu bedrohen. Nee, dann gibt es vermutlich nur einen Platzverweis und die Geschichte ist erledigt. Das ist Deutschland 2024. Das ist die Realität in diesem Land. Einige haben sie schon verstanden und kapiert. Die meisten, sie schlafen noch. Und sie schlafen dann so lange, bis sie ein Messer in ihren Rippen haben. Dann werden sie wach und wundern sich, dass sie schon halb verblutet sind. Das ist leider die Wahrheit. Es tut etwas weh, das so zu berichten, aber nur mit drastischen Worten kann man auch bei den Leuten versuchen, dass sich im Kopf etwas ändert. Aber was soll sich da ändern, ja? Was soll sich da ändern? Naja, Ideologie bleibt Ideologie. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Hast du von der Festnahme schon gehört? Wenn nicht, ist das der neue Skandal für morgen in Deutschland. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kommentiere dieses Video und teile es mit allen, die du kennst. Damit bis bald.